Ich kann es nicht verhehlen, ich lebe in Baden-Württemberg, einem deutschen Bundesland, das mittlerweile sehr gut leben kann von euch, Schweizern, vielen Dank. Also nicht mal wegen der vielen Shopping-Touristen, sondern wegen der Bußgelder. Merkst du viel? Auf der A5 zwischen Basel und Freiburg, beziehungsweise auf der A81 zwischen Singen und Stuttgart, wimmelt es von Schweizer Bleifuß-Indianern, die gleich nach der Grenze das Gaspedal bis zum Anschlag durchdrücken. Das ist ein Anschlag, ja. Ich habe mich ja schon immer gefragt, was ihr Schweizer mit einem Ferrari anfangen wollt. Jetzt weiß ich's. Aber gut, ich frage mich das generell weltweit, auch bei Maserati oder Lamborghini. Ja. Sind irgendwelche Deutschen da heute Abend? Lamborghini. Und für den jüngsten Flug mit dem Solarflugzeug Solar Impulse 2 von Dayton, Ohio nach Lehigh in Pennsylvania hat Bertrand Piccard gerade sage und schreibe nur 17 Stunden gebraucht. Das sind Luftlinie, immerhin satte 757 Kilometer. Mit dem Flugzeug. Gut, die Schweizer und ihr angeblicher Hang zu verminderten Eile. Früher dachte man, die Berner wären imstande, sogar die Langsamkeit zu entschleunigen. Konsequent bis zum Burnout. Ja. Numen nicht gesprengt. Von wegen. Um Himmels Willen, gesprengt. Darf man das überhaupt laut sagen? Darf man gar nicht. Wenn das die NSA mithört. Ja? By the way, hat das eigentlich etwas zu bedeuten, dass die Begriffe für Uhr und beobachten im Englischen identisch sind? Watch. Jedenfalls fällt heutzutage dieser Satz immer seltener, den ich früher nach der Show regelmäßig zu hören bekam. Sicherlich schnell gesehen. Anscheinend habt ihr in den letzten 30 Jahren gelernt, schneller zuzuhören. Vielleicht lasse ich auch langsam nach, es kann auch sein. Eure Langsamkeit, das ist ein Märli oder eine Schutzbehauptung. Ihr könnt ja sogar den Wortkaskaden von Ursus und Nadeschkin folgen. Ja. Gut, eure Nazi. Die Jungs sind jetzt nicht so von der fixen Truppe, gell? Okay, am Radio gibt es eine Sendung namens Zitlupe. Und gut, ihr braucht immer noch ewig, um euch am Telefon voneinander zu verabschieden. Tagelang. Ja, ciao. Ja, Wiedersehen. Ja, mach's doch gut. Ciao, ciao. Also denn. Schöne. Wieder schauen. Ciao. Aber die Zeit holt ihr lässig wieder ein. Ja, ja, ciao, gell. Ja. Ja, allein bei den Ortsnamen könnt ihr extrem einsilbig sein. Esch, Bern, Biel, Belb, Becks, Bruck, Brieg, Kur, Flesch, Geis, Gams, Genf, Lachs, Leuk, Lies, Rafts, Schötz, Schwyz, Spiers, Stans, Thun, Fisch, Wiel, Worp, Zell, Zug, Mümlis, Wiel, Ramis, Wiel. Nee, das ist nicht. Excuse. Warum ihr so kurz angebunden seid, ist klar. Nicht aus Kostengründen oder um die Schilder klein zu halten. Nein, auch sind Buchstaben in der Schweiz ja nicht kontingentiert. Nein, kurz und bündnerisch, Zeit sparen wollt ihr. Andere Ortsnamen hingegen können nicht lügen. Wetzikon. Laufen. Flash. In der Zürcher Bahnhofsstraße gibt es eine Haltestelle Rennweg. Rennweg! Halt gibt es hier oft nur auf Verlangen. Die Shuttle von Neuchâtel nach La Faute-Pas. Sagenhaft. Ja? Der Teilchenbeschleuniger mit einem Speed von 99,99% der Lichtgeschwindigkeit in Genf ausgerechnet. Die erste Uhr auf dem Mond, eine Omega Speedmaster aus Biel mit besonders vielen Omega-3-Fettsäuren. Die Aufschlagsgeschwindigkeit von Herrn Federer. Ihr habt Nesquik erfunden. Ja, und womöglich auch das Nesquiki. Ja? Und
Zürich ist selbst mir zu schnell. Der Silvesterlauf findet dort in diesem Jahr bereits am 14. Dezember statt. Das Tempo ist unglaublich. Dafür braucht es Hilfsmittel. Gemäß Abwassermessungen der Universität Lausanne konsumieren die Zürcher täglich 1,7 Kilogramm reines Kokain. Das wäre nichts für mich. Abwasser schmeckt mir einfach nicht. Aber morgen werdet ihr euren neuen Eisenbahntunnel durch den Gottardo eröffnen. Dann könnt ihr von Zürich in 20 Minuten in Mailand sein. Allerdings wozu? Und ich denke, der FC Lugano durfte nur in der Super League bleiben, damit sich der Tunnel auch rechnet. Aber Gotthard Basistunnel, also das ist ja schon eher so ein unerotischer Name, oder? Könnte man, also ich meine, ja, damit man ihn nicht mit dem alten Gotthard verwechselt, wie wäre es denn mit Leuthard? Wir alle Männer, aber auch alle Frauen, tun uns ja immer ein wenig schwer, um für die Fortbewegung und die dafür erforderlichen Apparate die passenden Worte zu finden. Hier im Süden sind die Bewegungsabläufe sprachlich recht unübersichtlich. Da reicht der Fuß bis zu den Hüften. Und laufen meint gehen. Ja, auch bei euch. Laufen an der Birs ist aber nicht gleich gehen an der Birs, denn Laufen liegt im Laufental und sollte da auch dringend liegen bleiben. Gehen liegt nirgends. Laufen steht bei euch auch auf den sanitären Anlagen, in denen das Wasser nun ja abläuft. Und wer in Basel, das ist eine Anleihe aus einem früheren Programm, wer in Basel in den Zug in Richtung Döllimont steigt, hört eine Viertelstunde später die kryptische Ansage: Nächster Halt, Laufen! Was jetzt? In der Wart findet man das Dörfchen Renner. Das hat aber mit Rennen nichts zu tun, weil ist frühfranzösisch. Was spricht man da eigentlich den Rest des Tages über? Aber es ist auch egal. Laufen bzw. Rennen heißt da Courir, il court, er läuft. Chur liegt andererseits im Kanton Bern, oberhalb vom bezaubernden Grenchen. Das ist ja eine Stadt, die für uns Deutsche was Tröstliches hat. Es gibt nicht nur schöne Städte in der Schweiz. Also, ihr wisst schon, wovon ich spreche, gell? Jumple, Chalpe, Stiefle, Stoffle, so viele Vokabeln. Sagt mir nicht, ihr seid langsam. Andererseits ist die offene Rennbahn in Oerlikon noch lange keine Laufbahn, was weitere Fragen aufwirft. Wozu braucht eine Uhr ein Laufwerk, wenn sie doch geht? Was ist los mit der Laufkundschaft? Warum werden hüben wie drüben so viele Sneakers verkauft zum Davonlaufen? Oder ist das bloß eine Laufmasche? Säckle, Sieche, Hase, Weible, Bloche. Bloche? Bloche? Ich stelle mal eine Zwischenfrage. Gestattet. Ist es nicht. Schade. Keine Zeit. Ja, okay, dann weiter im Text. Düse, Spiede, Pfure, Schnüze, Ferge mit dem Höllezahn. Komisch, einen Himmelzahn gibt es keinen. Ja. Nicht mal im Paradiso, aber das liegt sowieso im Ticino, also jenseits des Leutharts. Die Zeit rast. Tempo, vola, volare. Ihr tut nichts lieber, als genau diese Zeit zu messen. Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk, heißt es. Soll das vielleicht ein Kompliment sein? Lange hat man den Leuten weisgemacht, CH stünde für Confederatio Helvetica. Es trifft natürlich nicht zu. Auch Schokola ist falsch. Es bedeutet schlicht Chronometer. Die Schweizer sind genaunehmerischer als alle ihre Nachbarn. Die bedeutendsten Uhrenmarken der Welt kommen aus der französischen Schweiz. In Luzern werden am Tag heuer zig Uhren an Touristen verkauft. In Basel werden Uhren angebetet. Es gibt sogar einmal im Jahr eine Uhrenmesse. Was Uhren angeht, seid ihr innovativ und effektiv. Und wer nicht spurt, der kriegt was hinter die Uhren. Liebe Schweizer, sogar wir Deutsche sind längst dahinter gekommen. Ihr liebt es, unterschätzt zu werden. Klein, langsam, irgendwie putzig und als Ablenkungsmanöver hängt ja überall noch ein Lied dran. Ja? Und wenn wir uns dann in saumseliger Sicherheit wägen, schlagt ihr zu. Zack, 5 Franken für den Espresso. So geht's. Schnelle Tage im Klischee. Aber insgesamt legt ihr immer mehr Tempo auf.
Grad wie wir Deutschen.